Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und ja, nur damit ihr den Hintergrund wisst zu diesem Video so ein bisschen. Es regnet zwar gerade total furchtbar doll, aber ich habe den Smoker laufen draußen. Und ja, weil es so doll regnet, kann ich nicht dabei sitzen und irgendwie mit Zigarren und so weiter entspannen. Habe ihn aber unterm Carport stehen, wo sonst mein Auto steht. Damit ich zumindest, sonst würde der gar nicht laufen bei dem Wetter, ne? Ja, und da habe ich mir gedacht, so ja, ein bisschen Barbecue-Feeling trotzdem. Auch wenn ich, ja, ich werde wahrscheinlich trotzdem nachher mich zum Smoker setzen mit einer Zigarre unterm Carport. Ist ein bisschen ungemütlicher und nicht ganz so geiles Feeling, aber Bock habe ich trotzdem drauf. Auf jeden Fall ist dann doch so ein bisschen Barbecue-Feeling angesagt und deswegen habe ich gedacht, was passt gut zu Barbecue? Machst du mal eben fixen Bourbon-Video, ne? Wer mich und meine Videos kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der größte Bourbon-Fan, gebe dem Bourbon aber immer wieder mal eine Chance und probiere den einen oder anderen Bourbon nochmal aus. Und ich habe mir sagen lassen, das ist ein ziemlich guter Standard-Bourbon zum günstigen Preis, probier den mal. So, und ich muss ja sagen, die Flasche, also es geht heute um den Marcus Mark. Und die Flasche sieht mit diesem Wachssiegel schon echt nice aus, muss man echt sagen. Habe mich angesprochen und ich habe gedacht, ich habe den irgendwie im Angebot für tatsächlich 16 Euro bekommen. Der kostet, glaube zu Höchstpreisen, wenn man den irgendwo kauft, so um die 22 Euro auch noch alles bezahlbar. Und Obacht, der hat 45%. Und das für den Preis. Habe ich gedacht, kann man mal machen. Ne? Und zur Not habe ich nachher eine geile Dekoflasche im Whiskyzimmer. Ja, was gibt es sonst zu Marcus Mark zu berichten? Marcus Mark gehört zum Konzern Beam Suntory und die Brennerei steht in Kentucky. Und es ist ein Straight Bourbon. Wer sich ein bisschen mit Bourbon auskennt oder nicht, dem erzähle ich es jetzt. Für den Titel Straight Bourbon muss ein Bourbon mindestens, ja, also erstmal muss er, um ein Bourbon oder Kentucky Straight Bourbon zu sein, muss er aus Kentucky kommen, muss über 51% Maisanteil haben und ja, dieses Straight Bourbon kann er sich verleihen, wenn er mindestens 2 Jahre alt ist und der ist hier mindestens 4 Jahre alt. Ne? Also so ein Marcus Mark. Das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, den lege ich mir jetzt zu. 4 Jahre alter Bourbon ist schon für einen so einen günstigen Bourbon, finde ich, eigentlich eher ungewöhnlich. Wobei ich jetzt, muss ich sagen, Bourbon ist jetzt nicht mein Steckenpferd-Thema. Und der ist natürlich, weil das gehört zu Bourbon dazu, in frischen Fässern gereift worden. Das heißt, die sind ohne Vorbelegung. Ist auch so eine Geschichte, was zu Bourbon dazugehört, dass die in frischen Fässern gereift werden müssen. Und die dürfen nicht gefärbt und kältefiltriert werden. Also es sind immer natürliche Whiskys. Von daher können wir die Farbe auch beurteilen. Und ich muss sagen, für einen Vierjährigen, wenn man es mal mit Single Malt vergleicht, die frischen Fässer geben halt noch gut Farbe ab. Ne? Und ja, der hat gut Farbe bekommen. Ne? Der ist relativ dunkel. Aber genug palabert, wollen wir das Ganze mal jetzt verkosten. Ja, und er riecht halt schon erstmal Bourbon-typisch. Aber auf einer angenehmeren Art und Weise, als ich es von dem einen oder anderen Bourbon gewohnt bin. Also wir haben Vanille, wir haben Karamell, das ist sehr viel. Wir haben auch tatsächlich so ein bisschen Klebstoff, aber hier riecht der Klebstoff irgendwie angenehmer. Klingt jetzt komisch, aber... Und man riecht frisches Holz. Ne? Also man riecht schon, dass er in frischen Holzfässern lag. Ich meine, nach 4 Jahren, ne, mit 45% durchaus im Bereich des Möglichen, dass man das dann in der Nase dann auch wahrnimmt. Aber erstmal, ja, also manchmal habe ich bei Bourbon ja immer so dieses sprittige Gefühl in der Nase als auch im Geschmack und hier in der Nase erstmal nicht. So. Ein Hauch Sprittigkeit vielleicht, aber im Großen und Ganzen eigentlich eher angenehm. Also da
steckt er den ein oder anderen Bourbon, den ich schon probiert habe, gerade in dem Preissegment, so ein bisschen in die Tasche, ne? Ja. Sláinte. Oder Cheers. Ne? Wir sind ja jetzt hier beim Barbecue und amerikanischer Whisky. Howdy, Freunde. Nein, ein bisschen albern. So, cheers. Ja. Jetzt muss ich gerade an was denken, was mir jemand in einer Whisky-Gruppe bei Facebook geschrieben hat. Ich hatte den jetzt länger nicht mehr im Glas. Und da, wie ihr seht, in der Flasche ist ja schon ein bisschen Luft drin. Und jemand hatte geschrieben, ich soll den ein Jahr lang geöffnet stehen lassen. Der Sauerstoff wird gut mit ihm arbeiten und es wird diese Klebstoffnote mildern oder mindern. Jetzt steht er noch längst nicht ein Jahr geöffnet bei mir rum. Ich würde mal sagen 1 bis 2 Monate. Aber es ist die Klebstoffnote, die am Anfang im Geschmack präsenter war, ist jetzt schon tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Sie ist auch spürbar. Ein Hauch von Sprittigkeit hat er auch im Geschmack. Aber sehr, trotz der 45%, sehr mild, sehr weich, sehr süß. Vanille, Karamell. Ein bisschen würzig, ein bisschen Eiche. Also man spürt das Holz gerade so, dass es noch angenehm ist. Also es ist... Es ist nicht zu viel Holz, es ist, macht ihn würzig, macht ihn ein bisschen rougher, gibt ihm so ein bisschen Ecke und Kante. Und für meinen Geschmack gerade so, dass es eher förderlich ist, als dass es schlecht ist. Ja, probieren wir nochmal. Ja. Ja, also der Klebstoff ist noch da. Aber viel Vanille, viel Karamell, ein bisschen Würzigkeit, eine angenehme. Aber vor allem im Abgang. Ne? Also im Abgang hat er die Süße und die Holzigkeit und so ein bisschen Würze. Und Würze und Holzigkeit bleiben auch. Also Süße geht irgendwann weg und im Abgang bleibt dann ganz am Ende so das Holz. Ja, Fazit, ich würde sagen, der erste Bourbon, der mir anfängt Spaß zu machen, ich würde Single Malt trotzdem vorziehen, nichtsdestotrotz süffiger, leckerer Whisky, zu dem Preis der Empfehlung wert und gerade wer ich Schwierigkeiten mit Bourbon hat oder einfach sich dem Thema mal anfangen will zu widmen und noch wenig gute Bourbons getrunken hat, der kann mit dem ruhig anfangen. Ne? Also wenn man den im Angebot für 16 Euro kriegt oder was und selbst wenn man den vollen Preis von 22 bezahlt, vollkommen legitim, kann man machen, absolute Empfehlung. Ne? Wer dieses Klebstoffartige gar nicht mag, gut. Der braucht den dann auch nicht probieren, sage ich ganz ehrlich. Weil der Klebstoff ist schon da noch, ne? Aber grundsätzlich zu dem Preis, lecker Teil, kann man mal. Es ist bei mir halt, es gibt so Tage, da habe ich einfach dann auf was anderes Lust als Single Malt oder so typisch schottischen oder ne, wenn man so einfach mal Bock auf was anderes hat oder im Sommer, ne? Wo man sagt, hier lieber leicht süß so ein bisschen, ne? Kann man absolut empfehlen. Also, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Ansonsten, Leute, wie immer, reingehauen.